So, willkommen zurück bei Fallout 4. Und nochmal ein Grognachter war nett. Wir haben das letzte Mal Jared, den Anführer dieser. Ups, nee, das wollte ich nicht. Dieser Raider-Gang hier. Oh! Das will ich jetzt aber nehmen. Dafür müssen wir aber wieder was hier lassen, hä? Beziehungsweise wahrscheinlich sogar eine Menge, oder? Nee, wir sind schon voll geheilt. Ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen. Ach komm, den lassen wir hier. So, jetzt können wir wieder laufen. Jetzt gehen wir ohne Umweg direkt zurück zu den Leuten, die wir uns beauftragt haben, und hoffen, um Gottes Willen, dass sie jetzt mit uns handeln. Weil, ja, sonst ist bei mir Schicht im Schacht. Wir haben so viel Zeug dabei und wir brauchen echt mal jemanden, der es uns abkauft. Sonst haben wir echt ein kleines Problem. Das gefällt mir hier nicht sonderlich. Ach, okay, ich dachte schon. Und jetzt sind wir hier. Juhu. Jetzt können wir nämlich hoffentlich endlich zurück zu den hier. So. Und bitte, um Gottes Willen, handelt mit uns. Ich habe so keine Lust mehr, ständig so. Ich meine, in Fallout 3 hat man so schnell und in New Vegas ja noch schneller einen Händler gefunden. Ich sehe einen Pack-Brahmin, das ist sehr gut. Nee, 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 ich Hallo. brauche. Blick dem Brahmin nicht Hallo. ins Auge, wenn du Verstand hast. Bist es du? Hallo. Ja! Ja! Ein Händler. Was für Sachen hast du Ja, wir sehen echt cool aus. Verrüstung für die Leute vom alten Stockton außerhalb von Bunker Hill. Haben wir Ich jetzt. verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Warum Händen sehen wir nichts? Aber sie Ich bleiben nicht glaube, lange dumm, das ist wenn du das weißt, was Brahmin. ich meine. Wir Lass mal handeln. sehen, was du so hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Doch, wenn man so schön ist, dass sie sich nicht trauen zu schießen. Also, erstmal, ich guck mal das ganze Inventar durch, was wir so haben. Bleistifte kannst du alles haben. Er hat ziemlich viel Geld, glaube ich. Das sind Utensilien. Das behalte ich mal noch. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Die Brille verkaufe ich, das Buffout verkaufe ich. Die Drogen, die habe ich ja schon gesagt, das nehme ich nicht wirklich. Oder wisst ihr was? Erstmal den Schrott durchgehen. Also einen Ehering, ich weiß, es tut mir leid, aber der muss weg. So viel Zeug können wir nicht gebrauchen. Hilfsmittel behalte ich mal noch am ehesten. Das wiegt ohnehin nichts. Mein Schrott. Federn. Erkennungsmarken. Ach, das ist alles Stahl und so, Ja, aber das brauchen wir im Moment ja noch nicht. Asbest. Jing ist der Mondaffe, Klebeband. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Zeug verkaufen, aber. Also. Was wollte ich sagen? Nicht so viel, Utensilien verkaufen, die wir vielleicht noch brauchen. Aber echt im Moment, haben wir. Wir finden so viel Zeug. Oh! Ein Nahkampfangriff bei einem Treffer zu entwaffnen. Das ist aber eher was für Nahkämpfer, ne? Was hast du denn sonst noch so? Nicht so viel. Champion. Das ist nett. Eins Stärke mehr, eins Ausrüstung mehr. Das ist sauteuer. Was hast du sonst noch so? Munition, die nehmen wir. Annehmen. Dafür können wir dir noch ein bisschen mehr Schrott verkaufen, nehme ich an. Ja. Du hast im Allgemeinen nicht so viel Geld dabei, sehe ich gerade. Aber wir können dir ja Zeug abkaufen. Zum Beispiel hätte ich sehr gerne. Mitarbeiterkleidung, Lumpen, ne. Alter, das ist teuer. Echt teuer. Nee, so viel Zeug haben wir noch gar nicht. Metallharnisch. Das könnten wir mal kaufen. Ja, warum nicht? Metallrüstung, linker Arm. Schmutziger grauer Anzug. Du bringst uns nicht viel. Leichtbau, gekocht, Lederrüstung, Taschenlederrüstung, Harnisch, linker Arm.
Ich hätte ehrlich gesagt lieber mal neue Kleidung, statt immer nur das, den Volt-Anzug. Weil der ist zwar cool und so, aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Das Vorkriegsgeld behalte ich mal noch, weil ich will zuerst mal Zeug loswerden, das wiegt, das Gewicht hat. Ich weiß nicht so recht. Ach, das wiegt nix. Das heißt, wir könnten sozusagen unnützes Zeug, das wiegt, verkaufen und uns dafür die Ressourcen kaufen, die nix wiegen. Das finde ich nicht schlecht. Oh, auch das... okay, ziemlich teuer. Aber gut, vielleicht kriegen wir das ja hin. Oder auch nicht. Aber wir haben noch so viel Zeug hier. Komm, nimm einfach alles, was wir haben. 16 Schachteln Zigaretten, wir kriegen das schon. Wir kriegen sein Geld schon noch, keine Angst. Hier, nämlich Impro-Automatik-Pistolen. Welches besser? So, das kannst du alles haben. 16 Impro-Knarren. Komm, ein Impro-Revolver-Gewehr, das behalte ich mal. Die Minigun kannst du von mir aus haben. Molotow-Cocktail, Splittergranate behalte ich. Schrotflinten sind nicht so meins. Ein Impro-Gewehr kannst du sicher haben. Die Lasermuskete kannst du haben. Wir haben ein Automatikgewehr. Geil. Aber die Reichweite ist ein bisschen kleiner, ne? Die Impro-Pistole. Den Schlagstock können wir loswerden. Ja, das war's mitunter. Jetzt könnten wir noch ein bisschen Zeug verkaufen, das wir nicht brauchen, wie zum Beispiel Chat. Oder. Medics, ne, die Mantids kann ich noch loswerden. Das Psycho, das nehme ich nicht. Ach ne, das Rehfleisch, das will ich noch behalten. Das will ich noch kochen, Alter. Ja, das will ich behalten. Och, so viel Geld hat er ja ohnehin nicht. Aber dann müssen wir halt wieder ein paar Drogen zurücknehmen. Wie das schon klingt. So, jetzt aber. Annehmen. Handel bestätigen. Danke. Vielen Dank. So, jetzt haben wir, glaube ich, neues Zeug. 5-12. 12-5. Okay. Das ist nicht so der Riesenunterschied, aber... Und das sieht nicht so cool aus wie vorhin, finde ich. Und wir haben einen lustigen Grafikfehler. Sehe ich gerade. Irgendwie. Ja, wir haben einen echten Grafikfehler bei unserer Waffe. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. So, jetzt geht's wieder. So, und jetzt müssen wir nur noch mit dem Siedler hier reden. Wo ist er? Da. Ups. Suche eine Werkbank oder... Ach ja. Hast du die Raider gefunden? Ja, natürlich. In den Arsch getreten. Nein. Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Juhu. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Das ist eine sehr vernünftige Einstellung. Wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Gern geschehen. Jetzt müssen wir sicher zurück zum... Wie ist er? Preston oder so? Ja, da ist er ja. Hallo. Schnell reisen. Und dann gehen wir nach Diamond City. Versprochen. Alter, was ist das für eine Knarre? Ist das eine Knarre? Oh, die will ich haben. Baut man die aus einem Ventilator? Oh, geil. Nee, nicht die Powerrüstung, sondern... Wo ist er? Weit weg. 50 Meter in diese Richtung hockt der Typ, den wir suchen. Da hinten läuft er, ich sehe ihn doch. Woohoo! Oh, ups, ich habe gehofft, wir könnten hüpfen. Ach, wir haben ein Level-Up. Nett. Alter, das ist verstrahlt hier. Warum läufst du hier rum? Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. So, ja, dann red mal mit uns, du Sack. Hallo. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten.
Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minuteman in der Nähe zu... Ach, nett, danke. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Das ist cool. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns... Ihr wurdet umgebracht, das habe ich schon gehört. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Okay, was war das? Da haben wir schon eine Menge darüber gehört, aber wir wissen nicht genau, was passiert ist. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Das ist ja eine Wir tolle... Wir haben einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay, das ist nicht gut. Was war das Quincy Massaker? Ich dachte, ach nee, tut mir leid. Ich dachte, er erzählt noch irgendwas Neues. Eine Hallo? Truppe, die Ups. Griffen Quincy an. Die Bewohner, ach, jetzt. Ein paar von uns. So, also, nicht aufgeben, komm. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du... Na, dann machen wir das doch. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Gabi. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das... Ja, warum nett? Die sind doch nett. Okay, ich mach's. Gut. Die sind doch nützlich. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Geil, wir sind General. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist... Mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die... Das machen wir aber nicht jetzt, außer es liegt auf dem Weg. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Okay, wo ist das? Das ist natürlich auf dem Weg nach Diamond City, mehr oder weniger. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir das noch kurz. Wir haben jetzt einen Händler. Also wir haben einen getroffen, aber der reist wahrscheinlich umher. Und wir sollten echt mal nach Diamond City, damit wir sozusagen eine Anlaufstation haben für... Ja, für den Fall, dass wir viel Zeug verkloppen müssen. Was wir so gut wie immer müssen. Und ich gucke jetzt mal Diamond City. Das liegt so ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weiter Richtung Süden. Das ist wenigstens einfach, weil wir ganz weit im Nordwesten gestartet sind. Wissen wir, dass wir sowieso eigentlich immer Richtung Süden, Südosten müssen. Weil weiter im Nordosten ist nicht mehr allzu viel. Nordwesten meine ich, tut mir leid. Dort war ja der Vault und der ist ja fast am Rand der Karte. Das ist ein bisschen anders. Fallout 3 war eher im Süden und auch nicht annähernd so am Rand. Wir könnten mal kurz darüber gucken, damit wir einen Wegpunkt in der Nähe haben. Ich bin eben so, ich entdecke sehr gerne. Müsste ich noch sagen. Außerdem erleichtert das das Schnellreisen ungemein. So, seht ihr? Das meine ich. Aber umnieten, das machen wir ein anderes Mal. Ich glaube so, wenn wir dann beginnen... Ach, das machen wir auch nicht jetzt, würde ich sagen. Wenn wir dann beginnen, eine Siedlung aufzubauen... dann müssen wir wahrscheinlich für die Materialien ziemlich viele Orte befrieden, also einfach alle umbringen dort. Und dann machen wir das dann alles. Hier ist weiter Richtung Süden. Ist echt schön, aber es gefällt mir. Schöne Umgebung. Ich habe hier Dogmeat hat er das gefunden. Und was? Hier in was bitte? Ich. Ach, ja, danke.
Munitionskisten. Das ist nett. Das finde ich gut, liebes Hundi. Alter, hier liegt echt eine Menge Zeug rum. Hier kommt 60 Minuteman. Wow. Das war eine Explosion. Egal. Wir sehen langsam ein bisschen cool aus. Wir sehen zwar eher aus wie ein Raider, aber cool. Wie ein cooler Raider. Ich höre echt verdammt viele Explosionen. Ich gehe mal nachgucken, was dort ist, aber es werden wahrscheinlich einfach nur Raider sein, die sich mit Ghoulen prügeln. Ziemlich sicher. Fuck, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das war knapp. Ich hasse Minen, aber ich glaube, wir haben einen Level-Up, sehr schön. Was nehmen wir jetzt? Langfinger. Nee, ich bin nicht so der Diebstahltyp, weil da kriegt man meistens nur Ärger für. Jetzt wäre ich mal für Strahlung durch Essen und Trinken. Das ist nett. Aber es gibt eigentlich eine Menge nette Sachen. 100% mehr Ausrüstung wäre auch geil. Mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Waffen, das wäre natürlich auch sehr geil. Schleichen, das nehme ich jetzt. Haben wir noch eins zur Verfügung? Nö, leider nicht. So. Jetzt muss ich ein bisschen auf den Boden gucken, weil wegen Minen. Ich hasse Minen. Ich laufe da immer rein, außer dich, dich habe ich gesehen. So, ha, das war schnell genug. Warum Vorsicht? Ach, weil da ein Ghoul ist. Ist das der einzige Ghoul? Ne, da oben ist noch einen. Jetzt kommen sie. Ja, war klar. Zombies! Bisschen ein Zombie-Spiel geworden gerade. Nein, das war ja schon immer so ein bisschen ansatzweise, weil, ja. Ghoule sind halt mehr oder weniger Zombies. Sie leben zwar wahrscheinlich... Ah! Hallo! Jetzt können wir ja wieder Zeug mitnehmen, das ist nett, aber ich muss noch gucken, ob ich wirklich anfange, immer alles einzustecken. Weil es wiegt alles so viel. Vor allem die Rüstung. Die Rüstungen wiegen echt viel, aber sie sind eben auch meistens ein bisschen was wert. Obwohl eigentlich Geld selten ein Riesenproblem ist, ein Fallout. Also war es bei mir auf jeden Fall bis jetzt eher weniger. Wenn schon, dann dich sehe ich. Gesehen. Und ich bin auch positiv überrascht, dass wir so viel Munition gefunden haben bis jetzt. Das ist sehr schön. Da sehe ich noch einen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hat er sich gerade irgendwie rausgebackt? Ach nee, der ist um die Ecke gegangen. Ja, genau. Ha. Das ist geil. Ich töte, wenn ich aus dem Hinterhalt angreife, dann töte ich sie mit zwei Schüssen. Das ist echt geil. Alter, da hinten ballert echt einer wie ein Irrer. Da gehen wir doch auch mal kurz gucken, wer das ist. Wahrscheinlich sind es echte Raider gegen Ghoul. Das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Das wird sich jetzt nicht groß verändert haben. Was haben wir hier? Ein Koffer. Den machen wir auf. Das war Glück. Geschafft. Kurzzeug. Raider-Rüstung. Raider-Rüstung. Naja. Bringt uns jetzt alles auch nicht so viel. Aber ich nehme es mal mit. Vorläufig. Vielleicht schmeiße ich es dann auch wieder raus. Sehen wir dann. Ordner. Das ist kein Ordner. Oder doch? Also ich, in unserem Ordner stelle ich mir das Größeres vor. Nix, nix. Aber Psycho und Fleisch. Und ein Gebührenblatt. Jagdgewehr. Geil. Geil, 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 geil. Das finde ich jetzt einmal sehr Scharfschützengewehr. Was zur Hölle? Nee. Nee. Alter, wie genial. Und sie verwendet den Munitionstyp, von dem wir nicht so viele haben, ne? Ne, aber geil! Ein Jagdgewehr und ein Scharfschützengewehr haben wir, glaube ich, auch gerade. Und die verwendet den Munitionstyp, von dem wir echt viel haben. Okay, das gefällt mir jetzt echt massiv. Das ist ja mal super mega Affenarsch geil. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Jetzt bin ich echt glücklich. Verbranntes Wirtschaftsmagazin? Ne, danke.
glaube nicht, dass es uns noch was bringt. Ein Safe. Für Experten. Ein wilder Ghoul. So, jetzt probiere ich mal aus. Geht das über diese Riesendistanz? Alter! Geil! Alter, ist das... Das ist... Oh, oh. Oh, scheiße. Scheiße, habt ihr das gesehen? Alter. Das ist nicht so schlau. Das ist alles voller Ghule. Ups. Upsi. Kann mal passieren, ne? Ah. Ach, wir stehen auf dem Kühlschrank. Das ist gut. Hier oben... Au, au, au. Ich wollte gerade sagen, hier oben treffen sie uns nicht, aber anscheinend schon. Aber wir haben ein Scharfschützengewehr. Das war es mir auf jeden Fall wert. So, ich habe ihn ins Bein geschossen. Jetzt kriecht er nur noch. Jetzt ist er tot. Hat es noch einen. Anscheinend. Ich traue mich nicht so richtig runterzukommen. Gefahr. Das heißt, eigentlich müsste noch einer kommen. Aber von wo? Au, mein Bein ist eingeschlafen. Au, 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 au. Geh mal weg hier, Hund. Hallo? Vorsicht, die sitzen nur noch. Ach, da oben ist noch einer. Ja, du bist ja auch einer. Du armer kleiner Kerl, wir haben alle deine Kumpels umgelegt. Ein außerirdisches Spielzeug. Außerirdische. Hatte der Ghoul dabei, das ist auch cool. Jetzt ist er weg. Naja, bringen wir ihn anders mal um. Ich möchte echt... Wo schießen die Penner? Das hat sich echt gelohnt, hier hinzugehen. Seht ihr, das liebe ich an Fallout. Man läuft einfach mal irgendwo hin und findet so geiles Zeug. Und jetzt echt verdammt viele Ghule. Hilft den Soldaten. Was bist du? Ein wilder Ghul. Was Heiden? Das sind keine Heiden, das sind Zombies. Und die sind echt schnell, merke ich gerade. Komm her. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da springt gleich unseren Köter an, ne? Naja, ja, ist ja wurscht. Doch, das war ein Schuss zu wenig. Aber wir haben ja glücklicherweise einen Hund. Nee, die sind nicht unsichtbar. Stirb, stirb, stirb. Wow. Atomschlag? Das ist cool. Die haben ja gleich so einfach so nebenbei mal so eine kleine Mission erledigt. Und es klingt so, als wären das die Bruderschaft der Brotherhood of Steel. Die jetzt aber, so wie sie gesprochen haben, ein bisschen anders drauf sind als auch schon. Das klang jetzt sehr nach religiösem Fanatismus. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Wer bist denn du? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst meine Fragen zu beantworten. Ja. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Nicht wirklich. Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Schade. Also, wo kommst du her? Aus dem Vault. Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Das gucken wir noch an. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte.
Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das war das Signal von vorhin. Dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Ach, das ist sicher die nächste Quest, ne? Wir befehlen die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der stählernen Bruderschaft zu helfen? Was ist das genau? Was ist die stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauch von Technologie? Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie? Atombomben? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Das ist eine ziemlich gute Sache. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Das kann ich jetzt nicht glauben. Ich meine, die Welt ist ein verstrahltes Höllenloch. Ich glaube, die wissen schon, dass die Spezies Mensch ziemlich am Arsch ist. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.